So, ein neuer Tag, neues Glück. Wir starten mit Reihe 13 und beginnen mit zwei Luftmaschen und Wänden. Jetzt machen wir wieder unseren Rand aus 4 Stäbchen. Ein geschlossenes. Jetzt kommen 3 offene. Eins. Zwei. Drei. Ein geschlossenes. Jetzt kommen 5 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ein geschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Ein geschlossenes. Ein Stück runter. Und in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Insgesamt 4 Stück. Das ist Stäbchen 2. 3. Und die 4. Nächste Reihe, Reihe 14. 2 Luftmaschen und Wenden. Wir beginnen wieder mit unserem Rand. Drei, vier, ein offenes. Jetzt noch 3 offene, so dass wir jetzt hier insgesamt 4 Stück haben. 1, 2,
3. Wir haben jetzt hier insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3, 4 und unseren Rand. Jetzt kommt ein geschlossenes, das heißt jetzt Stäbchen auf Stäbchen. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Stäbchen auf Stäbchen, ein geschlossenes. Jetzt kommen 4 offene. Eins. Zwei. Drei. Wir müssen wieder zählen. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen hinein. Und jetzt unser Rand bestehend aus 4 Stäbchen. Und damit haben wir die Reihe auch wieder geschafft. So, ab in die Reihe 15. Wir machen 2 Luftmaschen und wenden. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3, 4, ein geschlossenes, 1, 2, 3, 4, geschlossen, 4. 3 Stäbchen um die Luftmasche und ein Stäbchen auf das Stäbchen macht 4. Jetzt kommen 3 offene. Eins. Zwei. Drei. Ein geschlossenes, das heißt Stäbchen auf Stäbchen. So, jetzt bin ich gleich ganz gemein mit euch.
Jetzt kommen zwei offene. Eins. Zwei. Ein geschlossenes. Und zwei offene. Eins. Zwei. Ein geschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Eingeschlossenes. Und jetzt wieder unser Rand bestehend aus vier Stäbchen. Zwei. Drei. Und die vier. So, Reihe 16. Zwei Luftmaschen und Wenden. Wir machen unseren Rand eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommen fünf offene. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Zwei geschlossene. Stäbchen in das Stäbchen nicht vergessen. Ein offenes. Zwei geschlossene.
5 offene. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt müssen wir gleich wieder zählen. 1, 2, 3, 4. 5. Unser Rand besteht aus 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Und wir starten schon mit Reihe 17. Unseren Rand. Ein geschlossenes. Dreizehn offene, eins, zwei, drei. Vier, wieder zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wieder zählen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ein geschlossenes, 'n Rand bestehend aus 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und Wenden. Und wir sind in Reihe 18. Unseren Rand. Zwei. Drei.
3, 4, jetzt ein offenes, 1 geschlossenes, 1 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 offenes, jetzt müssen wir wieder zählen, 1, 2, 3, 4 und unseren Rand. Zwei Luftmaschen. Wir gehen jetzt in die offiziell letzte Reihe. Unseren Rand. Warum offiziell, das zeige ich euch gleich. Geschlossen. So, jetzt gibt es hier eigentlich eine Reihe bestehend nur aus Stäbchen. Das heißt, hier in dieser gesamten Reihe häkeln wir nur Stäbchen. Hier Stäbchen auf Stäbchen, hier geschlossen, Stäbchen auf Stäbchen, geschlossen. Also wirklich die gesamte Reihe nur Stäbchen. So, das cutte ich euch mal schnell weg, weil ich denke mal, das ist zu langweilig für euch. Hier werden jetzt wirklich nur Stäbchen gemacht. So, nach der Reihe mit den Stäbchen ist unsere Arbeit eigentlich fertig. Hier hört normalerweise jede Anleitung auf.
Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, schaut mal, wie sich das zieht. Und das zieht sich dann nach jeder Wäsche so. Das gefällt uns natürlich so nicht. Deswegen kommt jetzt bei mir wirklich die letzte Reihe. Eine Luftmasche, wir wenden. Wir stechen jetzt in unser erstes Stäbchen ein, holen uns den Faden und ziehen ihn gleich durch die Schlaufe. Wir machen jetzt Kettmaschen. Eine Reihe Kettmaschen. Durchstechen, Faden holen und gleich durch die Schlaufe ziehen. Einstechen, Faden holen und gleich durch die Schlaufe. Also ihr könnt diese Reihe jetzt mit Kettmaschen machen, aber feste Maschen gehen auch. Bei festen Maschen ist es halt nur ein kleines bisschen Spiel bleibt. Bei richtig straffen Kettmaschen nicht. Ja, seht, ich mache jetzt hier einfach Kettmaschen. Und aus dem Beweglichen, wenn ich ziehe, da tut sich nichts mehr. So, die Stäbchen. Hier, ich nehme ein Stück und ziehe. Und so die Kettmaschen. Kleiner Trick am Rande. Das mit den Kettmaschen, das würde ich euch empfehlen, wenn ihr eure Arbeit hinterher nicht ziehen und dehnen wollt. Wollt ihr sie dehnen, dann lasst entweder die Stäbchen, wenn ihr viel Spiel braucht, weil ihr viel dehnen wollt, oder nehmt die festen Maschen. Ich möchte meinen jetzt nicht dehnen, deswegen nehme ich jetzt hier die Kettmaschen, weil der gefällt mir so auch schon wunderbar. Seht, ich mache die ganze Reihe einfach Kettmaschen drüber und so fixieren wir uns das Ganze. So, gleich haben wir es geschafft, gleich sind wir durch und in die letzte Masche, unsere Kettmasche. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist das Ganze hier wunderbar fest. Hier, ich ziehe, da tut sich nichts mehr. Ich ziehe wirklich kräftig dran. In die Länge kann es noch gezogen werden. Wie ihr seht, in die Länge geht das noch wunderbar. Jetzt kann man auch schön erkennen, was es ist. Aber ganz ehrlich, ich finde, da muss nicht mal mehr ein Rand drum. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Weiter weggeholt. Jetzt könnt ihr es euch mal anschauen. Hier läuft jetzt das eine Herz lang und hier das zweite, eingeschlossen in wechselnden Karos und dann dazu einen Rand. Aber ich finde, hier muss nicht noch ein Rand ran, oder was denkt ihr? Also ich bin mir da jetzt echt ein bisschen unsicher. Das entscheidet ihr. Das entscheide nicht ich. Das entscheidet ihr. Machen wir hier noch einen Rand dran oder nicht? Und wenn ja, welchen? So, also jetzt erstmal weiter. Wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch und dann können wir unser Fädchen vernähen und sind dann auch damit schon fertig.
Noch ein Knötchen oder auch zwei, dass das hier alles wirklich wunderbar hält. So, und dann gehe ich immer noch mal durch, dass das Knötchen sich so ein bisschen nach innen biegt. Dann sieht man das nämlich auch nicht mehr so. So, meine Lieben, und fertig werden wir mit diesem süßen kleinen Deckchen. Wir haben hier jetzt insgesamt eine gut 32 cm in der Länge, also in der Breite, und 23 cm in der Länge. Man könnte es auch so rum hinlegen. Also es ist schon, es ist eine süße kleine Sache. Gezogen und gedehnt wird das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen länger und breiter. Das ist jetzt alles ungezogen, die Maße. So könnt ihr es euch dann ungefähr gedehnt und gezogen vorstellen. Und da sind wir dann auf eine Länge von, ja, schon 24 cm. Hat schon einen ganzen Zentimeter ausgemacht. Ist schon gar nicht verkehrt. So, ich hoffe, die kleine Übung hat euch gefallen und ihr habt mit dem Deckchen genauso viel Spaß wie ich jetzt, weil ich weiß schon genau, wo es hinkommt. Seid dann bei dem Mitmachhäkeln mit diesem riesengroßen Tischläufer mit dabei. Das geht ganz genauso, nur dass die geschlossenen halt anders angeordnet sind. Aber im Prinzip ist das hier die Technik. Und wer das hinbekommen hat, bekommt auch diesen riesengroßen Tischläufer hin. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Viel Spaß mit eurem süßen kleinen Deckchen. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, machen wir hier noch einen Rand dran oder nicht? Und wenn ja, welchen? Ich habe nämlich da überhaupt noch keine Vorstellung. Also wenn ich was habe, dann keine Vorstellung, was diesen Rand hier angeht. Aber dafür habe ich ja euch. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.